Willkommen in Potters Bluff. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal, Potters Bluff Reviews. Und zwar stelle ich heute vor Frankenhooker im Media Book von Inked Pictures. Fangen wir auch gleich an. Hier ist schon mal die Spine, dem Aufdruck. Das ist übrigens Cover B, wenn mich nicht alles täuscht. Ich werde auch nochmal Cover A einblenden. Aber das wird eh gleich in der Vorstellung eine Rolle spielen. So, fangen wir mal an. Hier ist die DVD auf der linken Seite. Disc Art. Und rechts haben wir natürlich die Blu-ray. Hier sind ein paar kleine Goodies, die werde ich euch auch gleich zeigen. Hier ist die Blu-ray. Interessanterweise ab 16. So, hier ist das Innencover komplett. Sehen kann. Und hier gehen wir mal durch den Booklet-Teil. Der war bei Basket Case nicht so ausgefallen. Ich habe jetzt noch nicht weiter drin gelesen. Ich hoffe mal, es ist ausführlicher. Aber wir sehen hier auf jeden Fall schon mal die Aushangbilder. Schönes Gesamtbild. Also Bilder an technisch ist hier wieder einiges drin. Und texttechnisch ist ja gar nicht so viel zu entdecken. Hier haben wir hier eine Seite mit Text, was wahrscheinlich auch nicht großartig die Welt sein wird. Und hier eine kleine Info über den Regisseur. Ja. Also am Buchteil sollte Inked Pictures noch ein bisschen arbeiten. Das ist ein bisschen mager ausgefallen, finde ich. So, das waren die Discs. Backcover noch. In der auf Standbild drücken, wenn euch irgendwas genau interessiert. Ja. Schönes Set vom Regisseur sozusagen. Erst Frankenhooker und dann Basket Case. So, hier haben wir noch ein kleines Poster dabei. Was ich hier gut finde, das ist beidseitig bedruckt. Also man hat hier wieder das A-Cover, falls man das sich nicht entscheiden konnte, weil ich wusste echt nicht, was ich nehmen soll. Habe ich mir dann als fürs B entschieden, weil ich den U-Bahn-Hintergrund cool fand. Hier haben wir das andere Cover sozusagen. Auf der Rückseite haben wir das B-Cover. Hier haben wir noch einen kleinen Quote. Und hier haben wir noch die Labor-Eintrittskarte. Ebenfalls mit der Limitierungsnummer. Hier sehen wir, ich habe Nummer 191 von 500. Ja, ebenfalls wie bei Basket Case hinten drauf nichts gestanzt oder gepresst oder so. Aber doch ein nettes Gimmick, denn meistens kriegt man nichts zu Media Books dazu. Was ich noch toll finden würde, wie jetzt bei den neuen Preetz Media Books gesehen, wenn jetzt jeder Media Book Hersteller noch eine Schutzhülle dazu liefern würde, wäre es doch okay, oder? Denn bei 30 Euro pro Stück oder manchmal sogar mehr, ist doch wohl eine Schutzhülle noch mit drin oder ist das zu viel verlangt? Na egal. Alles klar. Das war's zur Vorstellung zu Frankenhooker. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, schreibt mich an, fragt mich, wie es euch eben gefällt. Schaut in meinen Kanal vorbei, lasst mir einen Daumen nach oben da und ja, macht's gut, habt ein schönes Leben, geht ins Kino. Haut rein!